Ja, hallo Carlos und was soll ich sagen? Wo ich vorhin geguckt habe, 2119 Abonnenten auf deinem Kanal, Respekt. Also da sage ich mal Chapeau. Carlos, das ist eine richtig gute Nummer. Super. Ja, du wolltest eine Videoantwort haben und man soll sich draußen was Schönes kochen und ich glaube, du kennst ja meinen Kanal und meine Videos. Und ich habe mir mal gedacht, ich mache mal wieder was Extravagantes und bin hier erstmal auf ein Gebiet gekommen, das ich dir auch noch vorstellen werde. Das hier ist die Schwellenburg. Und was passt eigentlich besser zu so ein Urgestein, wie du es bist, als an so einem Ort zu sein? Weil diese Schwellenburg hat eine ganz bedeutende Geschichte hier in Thüringen. Und zwar sind hier Spuren gefunden worden von eiszeitlichen Rentierjägern, die hier gelagert haben und hier auch ihre Beute konserviert haben. Diese Ausgrabungen sind hier gewesen. Des Weiteren ist das hier ein wunderschönes Ökosystem. Im Hintergrund siehst du die schönen Höhlen, die wir hier in diesen Kalksteinen drin haben. Das ist hier Muschelkalk aus der damaligen Zeit, wo hier Thüringen eigentlich Meer war. Und nachher, wenn ich hier loslege mit Kochen, schwenke ich einmal die Kamera, dann siehst du mal so ein bisschen über das Thüringer Becken hier. Und ja, ich habe mir jetzt mal gedacht, was machst du? Dose aufreißen ist mir zu langweilig. Kennst du ja auch gerade meine aktuelle VA, die am Laufen ist. Und ja, da habe ich mir gedacht, cool. Ich mache genau das, was ich mal den Leuten gezeigt habe. Ich habe hier so eine schöne polnische Geflügelwurst, so ein Wildwursterzeugnis. Und dann habe ich mir hier Buchweizen mitgebracht. Und das Ganze bitte mit so einem, ja, fix fertig für Gulasch genommen. Das wird mir dazu gemacht und das wird eine richtig leckere Mahlzeit. Und da werde ich gleich mal loslegen, das zu machen. Aber vorweg gibt es natürlich erstmal was anderes. Ich habe es schon vorbereitet. Du kennst das Spiel. Ich bin diesmal vorbereiteter als sonst. Und jetzt machen wir erstmal ein Gäffchen. Das muss auch sein. Weil ohne Käffchen macht das Kochen auch keinen Spaß. Und schauen wir mal weiter. Ich hau das Ding jetzt erstmal auf die Orgel hier. Sag ich erstmal Prost, Käffchen. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Kochen. Und da werden wir mal gucken. Ich habe mir hier den großen genommen. Den habe ich extra eingeteilt. Wichtig ist beim Kochen mit Buchweizen, dass du ungefähr die doppelte Menge von dem, was du als Buchweizen nimmst, auch als Flüssigkeit hinzufügst. So, ich werde mal hier nur den Boden ein bisschen bedeckt machen. Das reicht hier alle Male. So, das sind ungefähr 50 Gramm Buchweizen. Pi mal Daumen. Und da mache ich dann jetzt noch die Flüssigkeit drauf, sprich das Wasser.
Der Buchweizen ist mittlerweile recht gut aufgequollen. Ich hatte ja hier schon ein bisschen von dem Fleisch zubereitet. Das würfle ich jetzt einfach mit hier rein. Lass noch ein bisschen mitgaren. Nicht lange. Kleines Minütchen. So, von dem Wasser habe ich ja auch noch einen guten Schuss über. Den mache ich jetzt mit zu. Und da ist ja nicht so eine riesen Sache jetzt wird, dass ich jetzt hier ein großes Essen am großen Lagerfeuer brauche, mache ich auch hiervon nur ein wenig rein, so dass es gut andickt, wie es sein sollte. So, das Ganze lasse ich jetzt mal aufkochen, dann ist die Sache schon so gut wie fertig. Ist die ganze Geschichte und die kommt jetzt hier schön rein. So, und da ist das leckere Kunstwerk. Und zwar habe ich jetzt hier die Buchweizen, eine Mischung von einem Gulasch und hier halt die Bulwurst-Spezialität aus Pute. So, wollen wir es uns mal schmecken lassen? Fantastisch. Also Carlos, wenn du es ein bisschen deftiger magst, kannst du auch ein bisschen mehr von der Würze mit reinmachen. Aber ansonsten ist das jetzt hier schon sowas von lecker. Das passt wunderbar. Ja, du kannst jedes Fleisch dafür nehmen, sagte ich ja eben schon mal. Und der Buchweizen ist für mich eigentlich die optimale Outdoor-Nahrung, weil er ist auch relativ eisenhaltig und vorbeugend natürlich dann auch für Erkältungskrankheiten, die uns natürlich, wenn wir draußen unterwegs sind, sehr schnell heimsuchen können. Deshalb ist der Buchweizen wunderbar, wird viel verwendet in osteuropäischen Küchen, speziell auch in Russland. Und mein absoluter Favorit momentan, besser als Reis, das Zeug, das bringt es wirklich. Hat noch so eine schöne feinnussige Note, wunderbar, kann ich nur empfehlen. Ja, lieber Carlos, was bleibt mir dazu sagen? Glückwunsch nochmal zu deinen Abonnenten. Ich lasse mir jetzt das hier noch weiter schmecken und das noch bei dieser schönen Aussicht. Mach weiter so, mach schöne Videos und wir sehen uns.